Hallo und herzlich willkommen. Bald Zwiegespaltene könnte daran liegen, dass der damals im Krankenhaus, im Geburtskrankenhaus auf Kopf gefallen ist. Man hat ihn fallen lassen und seitdem ist er so ein bisschen... Kannst du das bitte kurz nicht filmen? Hast du die Kamera ausgemacht, ja? Seine Mutter wollte keinen Kaiserschnitt machen. Nicht emotional werden, das ist wesentlich hinunter uns. Die Kamera läuft nicht mehr. Ich weiß, das ist ein hartes Thema. Ich verstehe, das ist ein wirklich emotionales Thema. Also seine Mutter wollte... Seine Mutter wollte keinen Kaiserschnitt machen. Aus ästhetischen Gründen kann man auch verstehen. Und die Ärzte haben mit der Zange am Kopf ihn da rausgezogen. Deswegen sage ich immer Kameras aus. Ich habe das nie öffentlich gesagt. So, wir machen erst seit 2 Jahren YouTube. Wir vermuten, dass seitdem er mit der Zange da rausgeholt wurde, der irgendwas im Kopf hat, weißt du? Deswegen sieht er auch so ein bisschen aus wie ein Downy, verstehst du? Weil so ein Babykopf ist weich und wenn du da einfach mit der Zange direkt rangehst, ist es behindert, Mann. Ich bin sehr stolz auf dich, dass du dich da... Hält er mir einen Kaffee ohne Deckel? Frag ich, kann ich mit der Deckel haben? Fragt er mich so behindert, unterstützt du Plastik? Ich habe erst gar nicht verstanden, was der von mir will. Habe ich Kaffee geholt, bin rausgegangen. Auf einmal kriege ich so schlechtes Gewissen wegen jobbernem Plastikdeckel. Ich habe mich gefühlt, als ob ich beim japanischen Walfang mitgemacht hätte. Aber dann, verstehst du, habe ich überlegt und dann habe ich alles verstanden. Er ist der Hurensohn, nicht ich. Überleg doch mal, wie pervers das ist. Unterstützt du Plastik? Steht da in seiner Kleidung, unterstützt von Kinderarbeit? Und macht mir schlechtes Gewissen, dass ich auch ruhig bleibe. Beim Weggehen drehe ich mich um, schmeiße Kippenstümmel auf den Boden. Kujak 40 Liter Grundwasser verseucht, aber ich unterstütze Plastik. Er trinkt Kaffee nur mit Sojamilch. Kujak 24 Millionen Hektar Wald weg, aber ich unterstütze Plastik, bleibt. Bis der Erzkakäuter wird der Plastikbecher nicht verkaufen, würde ich Plastikbecher auch nicht kaufen. Wir schrecken über unsere eigenen Sünden, wenn wir sie an anderen entdecken. Was ich meine, Dicker, jeder soll doch erst bei sich anfangen. Zum Beispiel Slavik unterstützt kein Plastik mehr. Ich habe alle Kondome weggeworfen. Gut, jetzt ist die Alte schwanger, ich sehe es aber positiv. Kindergeld ist... Versus. Bratan. Auto.